Hallo und herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich mache heute Schnitzel und heute geht es auch nur um das Schnitzel. Dazu gibt es bei uns Kartoffelpüree, meine Frau liebt Kartoffelpüree, aber das ist, haben wir schon tausendmal gezeigt, das könnt ihr in einem anderen Video gerne sehen. Aber heute geht es nur um das Schnitzel. Wir haben hier Paniermehl, Weizenmehl, Salz, eine Limette, die nehme ich nachher für den Abrieb, für das Ei, damit ich das Fleisch da schön drin marinieren kann. Ich mag das, wenn da ein bisschen was Limettiges dran ist. Wir haben hier Minutenschnitzel. Ja, dann haben wir hier Kantenschinken. Der Kantenschinken, den benutzen wir gleich für unsere Soße. Wir machen eine Champignon-Rahmsoße. Hier haben wir die Champignons, Schlagsahne, Zwiebel schon hier vorgewürfelt. Und dazu machen wir zu dieser Soße noch einen Paprikasalat. Ich habe hier schon mal die grünen Paprika. Ich gebe mal so ein paar rein schon mal. Man sollte nicht am Anfang zu viele reinmachen. Wir wollen ja, dass die alle richtig schön kross werden, die Pilze. Und nicht nachher matschig. So, Stück für Stück fassen wir uns hier ran, dann kommt der letzte Rest. Wir wollen ja nicht, dass uns die Pilze verwässern. Ja, und wir warten noch. Wir wollen erstmal, dass das Wasser sich komplett verkocht hier. So, ich habe jetzt in die Mitte Speck schon mal reingetan. Die Champignons sind so schön gelb-goldfarben. Wir lassen die hier nur an der Seite liegen. Der Speck, der schmort hier vor sich herum. Teilen wir jetzt so nach und nach. Ich habe ungefähr 25 Gramm Speck genommen und wir haben hier zwei, ja sagen wir anderthalb Zwiebeln, das waren eine ganz kleine und eine halbe. So, ich habe jetzt nochmal Butter reingetan, ich weiß nicht, ob man das vorhin gesehen hat, Schatz, in der Videoaufnahme, ungefähr so ein Esslöffel. Gibt nochmal richtig Aroma hier jetzt rein. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen köcheln hier. Wir sind jetzt fast fertig. Mit unserer Soße. Wir packen ja jetzt nochmal unsere Brühe rein, löschen das alles ab. Hat nur ganz leicht zisch gemacht. Ja. Lassen wir jetzt nochmal aufkochen. Und wenn es aufgekocht ist, geben wir unsere Sahne dazu. Ich kippe jetzt hier nochmal so 150 ml Sahne rein. Ah, können wir auch 200 reinmachen. Wir lassen das länger jetzt kochen, eine Stunde ungefähr. Wir wollen eine richtig tolle Soße. Man kann das natürlich auch alles verkürzen. Aber wir wollen halt das volle Aroma und packen das jetzt einfach so auf volle Pulle erstmal ein bisschen kochen lassen. Und wenn das dann fast einreduziert ist, packen wir noch ein bisschen unsere Petersilie rein. Unser Thymian ist jetzt auch drin. Ich habe ungefähr einen Esslöffel reingepackt von dem Thymian. Und wir lassen es jetzt erstmal kochen. Also wer es mag, kann auch natürlich Zucker dazu geben. Zucker, ich habe hier braunen Zucker. Da sieht man jetzt nicht so, aber einen Teelöffel voll. So, das lassen wir jetzt kochen. Ungefähr, ja, so lange, bis man nur noch Champignons hat fast. Ich habe jetzt hier mein Ei. Ich zeige euch das mal, habe ich ja versprochen. Ich nehme hier meine Limette. Machen wir ein bisschen Abrieb rein. Ich nehme mal ein Ei und ein Eigelb. Also 1:1. Ich will immer dran denken, nicht die weiße Schale mit, nur das Grüne wollen wir haben. Milch rein, nehmen wir eine Gabel, berühren das einfach ganz, ganz schnell. So. Das lassen wir kurz ziehen. Ich habe jetzt hier ein Stück abgeschnitten, ich weiß nicht, ob man das vorhin gesehen hat. Also man kann das hier zum Beispiel jetzt auch abschneiden, wenn man will, weil es ein bisschen dunkler ist, aber ich finde, das kann ruhig drinnen bleiben. Ich nehme einen Müllbeutel, also einen ganz normalen Tiefkühlbeutel, Frischhaltefolie kann man nehmen. Wie man will, aber ich finde, in so einem Beutel ist halt am einfachsten. Weil es verrutscht nicht. So, jetzt ist es laut. Ich habe hier einen Hammer mit grob und fein. Ich mache erst wieder grob. Einmal umdrehen. Das ist jetzt schön flach. Jetzt nehme ich die feine Seite. Und jetzt haben wir ein wunderschönes großes Schnitzel. Dünn. Ich zeige euch das mal. Muss mal vorsichtig sein. Erst die Folie lösen, bevor man es einfach rauszieht, nachher reißt sich das Fleisch. Das ist richtig dünn geworden. Man sollte es so wie 2 bis 3 mm dünn machen. Wichtig bei der Pfanne ist jetzt mit Schnitzeln, man sollte nie zu wenig Öl nehmen. Also wir kippen da jetzt schon ordentlich rein. Ich habe hier mein Fleisch. Ich nehme als erstes hier mein Meersalz. Ich würze das einmal. Von der Seite ein bisschen Pfeffer. Nur ein bisschen. Man sollte es nicht übertreiben. Dann gebe ich das hier einmal in mein Mehl rein.
Ja. Immer nochmal mit Salz. Auf der anderen Seite. Reicht schon. Ein bisschen Pfeffer. Und wieder drehen. Jetzt haben wir unser Paniermehl. Man kann natürlich auch frisches, selbstgemachtes nehmen. Und nicht festdrücken. Wenn man es festdrückt, hat man nachher das Problem, dass sich Bröckchen bilden und die Marinade sich zu dick einmal mit rüber kommt. Ja. Wie gesagt, wir haben schon jetzt ein paar gemacht. Nicht wundern, dass das Wasser jetzt schon eine Farbe hat. Aber wir wollen das natürlich jetzt einmal demonstrieren, wie man ein perfektes Schnitzel macht. Vorsicht mit den Fingern. Und jetzt einfach in Bewegung halten. Also 2 Minuten backt man das Schnitzel. Bleibt man es gehen oder backen? Ich würde sagen, backen. Wir geben noch für den Geschmack jetzt ein richtig Stück, schön großes Stück Butter dazu. Einfach so drauf. Jetzt packen wir das hier drauf, damit das kurz ruhen kann. Zitrone können wir jetzt auch noch dazu packen. Das ist mein Schnitzel. Guten Appetit.